So, und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Satisfactory. Und ich muss euch leider was gestehen. Offstream weitergespielt. Und hier so ein paar Sachen, ja, sagen wir es mal, verschönert. Naja, gucken wir gleich mal rein. Und zwar, den Eingang muss ich hier nochmal versetzen, das müssen wir noch anders bauen. Habe ich das Lager zumindest auf der einen Hälfte schon mal, jetzt fängt es an zu regnen, das ist natürlich auch geil mit den Reflexionen hier. Das Lager auf der einen Seite ist schon mal ein bisschen nach meinen Vorstellungen designt. Und hier kann man hinten noch schön reinsehen, wie die ganzen Ressourcen hier hochwandern. Sehr gut, von der Seite sieht es genauso aus. Haben wir hier so einen kleinen Eingangsbereich. Oben steht schön Hauptlager drüber. So, und man sieht eigentlich schon, dass im Prinzip diese Hälfte hier drüben nochmal hinkommt. Das habe ich jetzt nur angefangen, weil da habe ich auch noch gar keine Lagercontainer hingebaut. Das kommt alles noch. Und hier drinnen, Alter, ist das geil. Es ist einfach schön. Hier drinnen kann man dann richtig schön am Monitor sehen, was gibt es hier in dem Container drin. Top. Sehr gut. Hier drüben, wie gesagt, stehen erstmal nur die Ausgabecontainer. Da habe ich noch nichts dran geschrieben, noch gar nichts. Und das ist jetzt so ein bisschen das, wo ich jetzt offstream ein paar Punkte für den, also ein paar Coupons für den Shredder gesammelt habe, ein paar Sachen freigeschaltet habe und einfach mal so gebaut habe, wie ich mir das denke. Und ich finde es eigentlich gar nicht so verkehrt. Ich finde es hübsch. Könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, wie euch das gefällt. Und nach diesem schönen Betonklotz-Schema werde ich heute so ein bisschen den Rest der Anlage hier vorne so ein bisschen noch mit designen. Ja. Ich hab Bock. Und damit, let's go. Schön, irgendwas wollte ich noch unbedingt tun. Auf jeden Fall hier diesen Aufgang, den muss ich anders machen. Das sieht ja eklig aus. Und ich habe mir so ein Blueprint-Teil hier hingebaut. Ich habe auch schon was gedesignt im Blueprint-Designer. Tatsächlich habe ich schon was. Diese Sicherung durchgebrannt. Oh. Nee. Wir haben ja beim letzten Mal für Strom gesorgt. Dürfte eigentlich kein Problem sein. Aber das werde ich gleich noch parieren. Genau, mit dem Strom wollte ich auch mal so ein bisschen gucken, dass ich da eine Alternative finde. So, wir haben jetzt schon so ein Teil dran gebaut. Ob hier oben kommen wir zum Lift. Also manchmal ist es echt strange mit dem Strom. Aber es ist auch, weil wir alles auf einmal anschalten. Wir müssen das halt, das ist auch noch so eine Aufgabe, die ich mir gestellt habe. Wir müssen das auf jeden Fall ein bisschen... Digga, was ist denn hier los? Und wir kriegen nicht mal Coupons dafür. Das wird einfach nur geschreddert. LOL, das kann man gar nicht schreddern. Das kann man gar nicht schreddern. Also zumindest ist hier irgendwas, ist hier im Weg, was ich nicht schreddern kann. Oh, jetzt geht's. Jetzt läuft's. Ah, hier, ich glaube, die Dinger, ne? Die kann ich nicht schreddern. Die Überreste von den Viechern. Das Bemalen kostet mich Fundamente? LOL. Das wusste ich nicht. Hey. Der Schlamper hat offstream dieses Lager angefangen zu bauen. Ich habe alles umgebaut. Ne? Ich mache jetzt hier nach und nach, mache ich alles ein bisschen hübscher. So, das gefällt mir auch schon echt gut. Also, schöner Eingang für den Hypertube. Hier ist der ganze andere Müll. Wenn man hier hochgeht, hat man dann hier oben den Lift. Schönen Blick aufs Lager. Das Ding muss ich noch umbauen. Das gefällt mir auch nicht mehr so, wie es da steht jetzt. Ja. Aber das kriegen wir hin.
Guck dir doch mal das, ey, guck dir das doch mal an. Das ist doch dafür Satisfactory gemacht. Das ist so satisfying. Guck dir das an. Krass, oder? Also die Seite vom Lager ist fertig. Die ja noch nicht. Aber hier habe ich erstmal so angebaut, was ich so fertig machen könnte. Der Blick. Dieser Blick. Leute. Ineinander gebaut? Ah, fühle ich nicht. Was habe ich ineinander gebaut? Das hier unten, oder was meinst du? Ich wollte das ein bisschen, ich wollte ein bisschen kompakter das haben. Ja, die Böden. Ja, das triggert dich, ja. Aber ich wollte es ein bisschen kompakter haben. Ist ja nicht, das, also... Ich finde es so schön. Egal. So. Es muss ja mir gefallen. Es kostet wirklich... Beton, dass ich hier das Zeug anmale. Aber ich glaube, ich werde erstmal was anderes machen. Ich mache erstmal was anderes, komm. Ich muss mich da nochmal genau mit beschäftigen, mit dem Strom. Ich würde nämlich gerne etwas bauen, wo ich zentral reingehen kann und kann sagen, die Stahlproduktion nehme ich jetzt vom Strom. Die Siliziumproduktion nehme ich jetzt vom Strom. Und das ist gar nicht so einfach. Also, das ist einfach, aber es ist umfangreich, das so zu gestalten. Und das habe ich vor. Und da muss ich mir erstmal noch einen richtigen, Plan machen. Was ich meine? Da muss ich mir noch ein paar Gedanken zu machen. Ist ja, was ich nicht ganz so verstehe. Dieses Teil hier. Oh. Ach, das war so drüber. Oh, Leute, da waren zwei übereinander. Ich wollte gerade sagen, das Teil habe ich nie geschafft einzufärben. Aber das war im Prinzip noch so drüber. Ach, lol. Das geht also auch. Ineinander bauen von zwei identischen Teilen. Auf die identische Stelle. Witzig. Witzig. So. Katerium. Das ist jetzt... unser Hauptziel Number Uno. Irgendwo in die Richtung da. Ja, da 600 Meter. Okay, wir gehen mal rüber zum Stahlfabrik. Achso, überhaupt können wir... So, ich habe ja noch die... Ich muss den Container erstmal irgendwo ablagern hier. Und noch den Container für den Lift, den stelle ich mal oben beim Lift hin. Wie viele sind da? Oh, Beschleuniger. Wie, was, wo? Also hier habe ich nicht so viele. Ist halt auch eine kurze Strecke. Bei der Kohleenergie habe ich da ein paar mehr. Aber ich kann dir jetzt nicht genau sagen, wie viele. Wir können ja mal zählen. Pass auf. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, ungefähr 30, 29, 30. Aber geht, das ist auch heftig, ne? Aber ich habe schon, mir von Shadow sagen lassen, dass man das Ganze ein bisschen kompakter bauen kann. Und ich habe dafür einen Blueprint erstellt. Hier habe ich das ein bisschen kompakter gebaut. Kriege ich im Prinzip fast doppelt so viele Beschleuniger auf gleiche Fläche. Und zack. Und das ist jetzt... Warte mal, kann ich irgendwas scannen, was da in der Nähe ist? Etwa 700 Meter. Also das habe ich jetzt in der Blaupause drin, ne? Das sind jetzt 3, 6, 9, 12, 15.
sind jetzt 15 Beschleuniger. Also zweimal das Gerät ist im Prinzip die Hypertube-Beschleunigung für die Kohleenergie. Zweimal das. So, das ist jetzt ein 15er Block. Den werde ich jetzt als Standard für alles verwenden. Den habe ich jetzt einmal im Blueprint-Designer drin. Also ich rechne dann nur die Entfernung zu bestimmten Fabrikabschnitten dann nur noch in 15er Blöcken Beschleuniger. So. Weil das Ding ist schon fertig, ne? Das kann ich jetzt hinsetzen. Der sagt mir hier unten auch, was ich dafür Ressourcen für brauche. Ich brauche das einfach nur noch an Strom anzuschließen und mit der Strecke zu verbinden und zack. Und zack. Dann geht's los. Im Prinzip ein eigenes Gebäude, was man da baut. Ein sogenannter Blueprint Designer. Ja, da stellst du einfach nur hin. Kannst dann im Prinzip auf dieser Fläche hier etwas bauen. Egal was. Ja. Und kannst das dann hier als Entwurf, als Blaupause speichern. Also ich habe Saatis damals gespielt, als es im Early Access rauskam. Sehr viel. Ich habe 2020 in der Pandemie sehr viel gespielt. Ich muss sagen, ich bin jetzt mit den neuen Updates neu, sage ich mal. Aber ich habe schon echt viel Stunden in Saatis verbracht. Ich kann dir jetzt nicht genau sagen, wie viel genau, also. Aber. Nein! Scheiße. Das muss erst weggesprengt werden. Das muss erst weggesprengt werden. Das ist ja doof. Habe ich noch gar nicht freigeschaltet. LOL. Schwefel. Ah. Ah. Da fehlt mir Schwefel. Okay. Gut, 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 gut. Kein Problem, nicht verzagen. Ich habe einen Plan. Boah, an der Stelle habe ich mit Kohlekraftwerken zugeballert. Ja, mein Plan ist jetzt eigentlich, ein bisschen in der Schwefelforschung weiterzukommen, damit wir bessere Kohle herstellen können. Aus Schwefel und Kohle können wir dann nämlich verdichtete Kohle herstellen. Und dann können wir einfach den Output verdoppeln. So, das ist auch die, also diese Metalltreppen ist auch mein neuer Way to go, wenn ich irgendwo hoch muss oder so. Es ist halt, die sind einfach besser als Betonrampen. Und die kosten halt auch, die kosten halt ein paar, die kosten, was kosten die jetzt? Zwei Stangen und eine Platte. Ist nix. Zwei Stangen und eine Platte ist nix. Das Ding gut. So. Nee, warte mal, wie war denn das jetzt? Nachladen. Schön. Rein. Rein da. Sehr gut. Eine reine Quelle. Ist egal, ich führe das einfach durch, das Fundament. Macht jetzt 240. Müssen wir das mal verarbeiten. Ich glaube, wir können gleich Turbodraht schreddern. So viel brauchen wir gar nicht. Wie viel produzieren wir? Ah ja, okay. Es wird deutlich weniger. Okay. Ich hatte überlegt, ob ich ein anderes Band brauche. Aber nein, brauchen wir nicht. Konstrukteure. Logistik. So.
Angriff. Warte mal. Wir stellen hier jetzt. Wenn alles gut läuft, aber es läuft ja nicht gut. Eine läuft ja mit auf 33%. Ist egal, wir rechnen jetzt mit 15 mal 6 sind 30, 60, 90. Stimmt das? 15 mal 96. So. Kurzen Taschenrechner. 90 durch 12 und 7,5. Also 8 Anlagen. Warte mal, wie viel Turbodraht stellen wir denn her? Viel zu viel. Wir stellen jetzt, wenn alles gut läuft, ...480 Turbodraht. Wir kriegen nur die Hälfte weg. Egal. Ja, was musste ich auch eine reine Quelle anzapfen? Egal. Das wird intensiv. Genau so. Und noch den Vorsprung. Schön. Okay. Wir lassen mal offen natürlich erstmal noch, weil wir ja noch ein paar andere Lager hinbauen müssen. Den Turbodraht kann ich noch schreddern. Ja, Punkte. Also irgendwann will ich auch den Zug, also in Bahnhof ins Lager mit, also ans Lager mit integrieren. Muss halt bloß mal gucken, wo und wie und keine Ahnung. Ja, das weiß ich noch nicht. Wahrscheinlich kommt das hier alles nochmal weg. Und hier kommt dann wahrscheinlich das da drüben auch. Mal sehen. Weiß ich noch nicht. Also ich glaube, jetzt gerade kann ich kann ja alles, was ich, erstmal alles, was ich baue, ist in der neuen Farbe. Und ich kann einfach mit dem Tool Sachen umfärben. Und ich brauche dafür diese Farbpatronen einfach nicht mehr. Jetzt möchte ich mal gucken, wie viele Punkte das bringt. Bin gespannt jetzt. Ja, also es sind auf jeden Fall schon mal alle Turbodrähte durchgelaufen. Und jetzt schmeißt man das Zeug hier rein. Oh lol, oh lol. Whoa. What the fuck? Wir haben schon 60 Coupons. WTF. Lol. Das hätte ich viel früher machen sollen. Mann, mache ich damit viele Coupons. Okay, wir haben jetzt daraus, haben wir jetzt 22 Coupons gemacht. Lol. So, und das war's auch schon wieder mit dieser Folge Satisfactory. Hat mir wieder sehr, sehr viel Spaß gemacht. Wir haben Turbodraht, stellen wir jetzt her. Wir haben Lampen, wir haben sehr viel erforscht. Wir haben diese DNA-Kanister gemacht, mit dem man unglaublich viel Forschungspunkte bekommt, beziehungsweise diese Tickets. Geil, mega geil. Ja, ich hoffe, euch hat's auch Spaß gemacht. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende, eine schöne Woche, je nachdem, wann ihr das Video schaut. Macht's gut und bis dann. Ciao.